zusammen und frohes neues Jahr oder wie man in Japan sagen würde, Akemashite omedetou gozaimasu. Ja, jetzt haben wir das neue Jahr 2019 und ich dachte mir, es ist vielleicht ein ganz nettes erstes Thema und zwar, wie genau man Neujahr in Japan verbringt. Denn es sieht ein bisschen anders aus als in Deutschland. Vorweg, ihr kennt ja bestimmt die Tierkreiszeichen aus dem Chinesischen und dieses Jahr ist das Jahr vom Wildschwein, vom Inoshishi. Das hier ist übrigens Kagami-Mochi, was ihr seht. Man kann es essen, man kann es ein bisschen anbraten und innen drin ist es dann eine ganz zähe Konsistenz. So, jetzt aber zuallererst, wie sieht Neujahr denn so an Japan aus? Also wir kennen es ja so in Deutschland, dass wir mit einem lauten Krachen ins neue Jahr starten, mit buntem Feuerwerk und allem und die Sektkorken knallen und Bleigießen und allem drum und dran. In Japan ist es allerdings so, dass das alles ziemlich ruhig vonstatten geht. Und zwar in Form vom ersten Schreinbesuch, der Hatsumode genannt wird. Dieser sieht auch ziemlich ruhig aus, also abgesehen davon, dass es in allen Schreinen übelst überfüllt ist und man ewig lange anstehen muss. Das Ganze läuft dementsprechend so ab, dass man quasi dorthin geht zum Beten, seine ganzen alten Glücksbringer auch alle abgibt vom Vorjahr, sich neue besorgt. Davon gibt es auch verschiedene. Es gibt die Omikuji, die man ziehen kann. Das sind so, random lange Zettelchen mit verschiedenen Vorhersehungen drauf. Dann gibt es die Omamori. Die kennt ihr bestimmt. Das sind diese kleinen süßen Glücksbringer, die man wirklich für alles Mögliche kaufen kann. Für Erfolg auf der Arbeit, im Studium, in der Schule, Sicherheit im Verkehr, also alles Mögliche. Dann gibt es noch die Hamaya, das sind diese typischen Pfeile, die quasi das Böse bannen sollen. Das ist übrigens mein Omamori für dieses Jahr. Die ganze Atmosphäre am Schrein, aber selbst auch davor in der Umgebung ist einfach toll. Man sieht überall Dekorationen vor den Häusern und zwar in Form von drei Stücken Bambus. Das sind die Kadomatsu. Die stehen jeweils auf der linken und der rechten Seite von Läden oder auch Häusern. Die sollen quasi für die gute Ernte stehen und den Erntegott willkommen heißen. Sie sollen aber auch langes Leben symbolisieren. Dann gibt es noch die Okazari und das sind die kleineren Dekorationen, die überall an den Türen hängen. Was ganz typisch ist, was wir natürlich auch gemacht haben, ist am Abend vor Neujahr Soba zu essen. Und zwar symbolisieren diese Soba nämlich auch langes Leben. Was ganz typisch auch für die Japaner ist, ist nach Neujahr der Besuch bei den Eltern, also das große Familienfest. Was bei uns in Deutschland ja eher eigentlich an Weihnachten rum passiert, ist hier eher so an Neujahr der Fall. Also sprich, die Familien treffen aufeinander oder ganz viele Japaner aus Deutschland kommen auch nach Japan zu Neujahr, um dort ihre Familien wieder zu sehen. Das Zusammentreffen ist auch sehr japanisch, also wie ich das auch bei meinem Mann sehen konnte. Also sagen wir mal so, wenn ich so meine Mutter sehen würde, wäre es so, oh, frohes neues Jahr und Umarmung und überhaupt. Und in Japan ist es wirklich ein sehr stilles Verbeugen und die typische Floskel. Akemashite omedetou gozaimasu, kotoshimo yoroshiku onegai shimasu. Also wirklich sehr, ich würde jetzt nicht bieder sagen, aber sehr, nennen wir es einfach japanisch. Und was wäre ein wundervoller Familienbesuch ohne Essen? Es gibt typisch bei den Familienbesuchen die Osechi Ryori. Die findet man auch überall schon vorher im Supermarkt. Das sind kleine Köstlichkeiten in so kleine Boxen eingeteilt. Und jedes Lebensmittelchen steht für etwas. Also wirklich alles hat eine Bedeutung in diesen Boxen, was eigentlich ziemlich cool ist. Man hat zum Beispiel Lebensmittel, die Glück bringen sollen oder die Frauen Glück bringen sollen, damit sie schneller Kinder kriegen, etc. etc. Also so in der Sparte. Dann, wie schon eben erwähnt, wird Mochi gegessen, aber auch eher in Form von
Osoni. Das sind kleine quadratische Mochi-Stückchen und die werden in eine Suppe getan. Und das ist quasi so eine Neujahrssuppe und die ist hier auch sehr üblich jedes Jahr. Und was wäre natürlich ein Neujahrsabend ohne die nötige Unterhaltung? Im Fernsehen laufen meistens zwei bestimmte Sendungen, die sehr bekannt sind. Zum einen ist das Kohaku Utagassen, eine Sendung, bei der Sänger gegeneinander antreten in Team Weiß und Team Rot. Also Weiß und Rot sind auch die typischen Neujahrsglücksfarben in Japan. Ich habe diese Sendung allerdings noch nie gesehen, aber sie scheint wirklich sehr beliebt zu sein in Japan. Was ich eher schaue, und das ist die Sendung Nummer 2, die sehr beliebt ist, das ist nämlich Warate wa Ikenai. Und zwar ist dies eine Sendung, in der Comedians antreten und ihnen werden verschiedene Aufgaben gestellt und der Witz an der Sache ist, sie dürfen halt nicht lachen, denn sonst werden sie bestraft und das in Form von einem Schlag auf den Hintern. Also das sind so die beiden Serien, die hier überwiegend geschaut werden zum Neujahr. Dann nach Neujahr, was ist noch besonders? Und zwar der Ekiden. Was ist der Ekiden? Ekiden ist eine Art Staffellauf, an dem Studenten teilnehmen. Dieser Staffellauf startet in Tokio und geht bis hin runter nach Hakone. Also die laufen schon gutes Stückchen. Und dieser Staffellauf findet wirklich jedes Jahr zur gleichen Zeit statt. Und was wäre Neujahr ohne die Fukubukuros? Ja, wenn ich auch mal welche kriegen würde. Welche, die mich interessiert hätten, die habe ich leider nicht bekommen. Mich hätten eher so die Klamottensachen interessiert, aber leider war das schon alles weg. Das ist auch wirklich sehr beliebt. Also für alle, die es nicht kennen sollten, Fukubukuro sind sowas wie Wundertüten. Also so gut wie jeder größere Laden bietet Wundertüten an quasi, die gemischt sind. Man weiß nicht, was drin ist. Manchmal weiß man es, manchmal nicht. Ja, und dann kann man endlos in der Schlange stehen und hoffen, dass man so eine Tüte abgreifen kann. Und in dieser Tüte sind dann meistens Sachen drin. Also man bezahlt einen fixen Preis, aber in der Tüte befinden sich Gegenstände, die weit über diesen Preis sind. Also wirklich eine tolle Investition, wenn man rankommt. Deswegen sind diese Tüten auch so wahnsinnig begehrt. Was es noch zu Neujahr gibt, das ist ziemlich ähnlich wie in Deutschland, und zwar der Frühjahrsputz. Ja, auch die Japaner schwingen den Staubwedel und den Staubsauger und dann wird geputzt, was das Zeug hält. Das ist hier auch gang und gäbe. Wie habt ihr denn Neujahr verbracht? Ich habe schon gesehen, einige von meinen Followern waren sogar in Japan zu der Zeit. Ich hoffe, euch hat das Neujahr hier auch gefallen. Es ist wirklich anders. Es ist komplett anders als in Deutschland. Also das auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, also die Japaner, die haben halt eher das Feuerwerk im Sommer, während wir in Deutschland das eher zu Neujahr haben. Aber schreibt es doch mal in die Kommentare, wie euer Neujahr war. Das würde mich mal interessieren. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein schönes neues Jahr an euch alle. Tausend Dank an alle neuen Follower auf Twitter und Subscriber auf YouTube. Ich freue mich so wahnsinnig drüber, das glaubt ihr gar nicht. Weil es mir einfach so wahnsinnigen Spaß macht, Videos über Japan zu machen. Und ich weiß nicht, je mehr Leute ich damit erreiche, desto mehr freut es mich irgendwie. Man kommt einfach so in tolle Gespräche und es ist einfach ein tolles Gefühl. Deswegen freue ich mich auch über jede Kritik, da ich mich auch verbessern möchte in jeglicher Hinsicht. So, das war's in dem Sinne. Also das Jahr des Hundes ist vorbei, leider. Jetzt kommt das Schweinchen dran. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr das Video mochtet. Und empfehlt gerne meinen Channel weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!